Hallöchen, ich dachte mir, weil ich gerade mein Mission Duftwachs abgefilmt habe und ein Traumdüftemeld gezogen hatte, habe ich mir gedacht, zeige ich euch jetzt auch noch meine ganzen kleinen Mini-Meld-Cups und die Essentials. Ja, wie ihr hier seht, ich habe hier jetzt alles aufgereiht und hier auf dem Tisch habe ich meine ersten zwei Stäbelchen stehen, damit ich hier immer nach und nach wieder einräumen kann. Also es ist noch so einiges. Gott sei Dank. Ne? Also es passt alles noch in meine Schublade rein. Mehr geht aber nicht. Beginnen wir. Also wie ihr wisst, ich habe so viel von Traumdüfte, weil ich halt ungefähr 9 Monate, 10, nicht, also die letzten Monate hat Jenny ja nicht mehr ganz so viel Restocks gemacht regelmäßig, aber am Anfang hat sie ja jeden Monat einen gemacht und da habe ich ja noch für sie die Düfte vorgestellt, was ich ja beim letzten Mal nicht mehr gemacht habe. Aber deswegen hat sich jetzt meine Sammlung natürlich angesammelt. Ich in der Gruppe gelesen habe, ab dem 1.1. wird Jenny nicht mehr gießen. Ja, schauen wir mal, was die Zukunft dort bringt. Ja, ich habe die Düfte immer sehr genossen. Dass ich aufgehört habe, ist halt eine private Sache. Nur so zur Info, warum ich da tatsächlich noch so einiges habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass viele von euch die Kundinnen sind von Jenny, die da tatsächlich auch gut eingedeckt sind. So, ich beginne. Von manchen habe ich auch doppelt. Ich weiß jetzt nicht, ob die sortiert sind. Eigentlich bin ich sehr, ja, ordnungsliebend, aber was so Mails angeht, wenn da immer wieder was Neues ankommt, dann legt man immer einfach oben drauf, dann fängt man nicht an zu sortieren, ne? So, ich habe einmal Frosty. Frosty ist, soweit ich mich erinnern kann, ein Double Mint Kaugummi Duft. Ja, und so ist es auch. Ja, das ist halt ein schöner Double Mint Kaugummi für mich und ja, ne? Dann habe ich Tee und Kokumba. Nicht mehr ganz voll. Den hatte ich, glaube ich, mal in einem Mission Duftwachs drin. Und das ist tatsächlich ein Duft, der ist weich für mich und schon so eine Art pudriger Duft. Und so einen grünen Tee rieche ich daraus. Finde ich. Oder vielleicht ist das auch die Gurke. Dann Eukalyptus Spearmint. Oder Eukalyptus, ne? Der ist schon relativ schwach auf der Brust, muss ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht war der auch schwach. Aber man riecht definitiv noch das Spearmint raus und auch den Eukalyptus. Ist aber auch von August letzten Jahres. Vielleicht lässt er auch schon ein bisschen nach, weiß ich nicht. Eukalyptus Tea. Ja, und ist eher ein aquatischer Duft, würde ich sagen. Mit einer leichten ja, Eukalyptusnote. Dann Hibiscus Paradise. Ich glaube, das wird für mich ein Badezimmerduft sein, weil jetzt gerade rieche ich sogar einen Hauch Kokos. Aber der ist so ein aquatischer Duft. Ich denke mal, wenn er mal in meinem Mission Duftwachs gezogen wird, wird der im Badezimmer landen. Entschuldigung, meine Stimme. Zitronella ist halt der Duft, den ihr kennt aus diesen Kerzen, die man auf dem Balkon stellt. Ein sehr, das ist wirklich, das ist nicht wirklich Zitrone. Klar, natürlich ist es eine Zitrusnote. Aber wer Zitronella-Kerzen kennt, die haben ja immer so einen Wachsgeruch. Und das riecht wirklich eins zu eins nach Zitronella. Cactus and Sea Salt, das ist ein sehr schöner Duft, wenn ich mich so erinnere. Oh, der ist aber auch schon, der ist jetzt 1 Jahr alt. Aber ich persönlich von verschiedenen Duftgießerinnen, mal ist das so, dass die halt nach, ich sag jetzt mal, 2 Jahren nicht mehr duften. Und dann habe ich aber welche dabei, die duften nach 5 Jahren noch. Aber der duftet auch noch. Und der ist sehr schön. Das ist so ein Duft, den ich im Sommer gerne nehme, um die Luft runterzukühlen. Ein richtig schön aquatischer Duft. Aber ich mag eh Salty Sea eher gerne. Dann habe ich hier Bubblegum. Bubblegum finde ich ja auch ein sehr schöner Duft. Das ist der Bubblegum-Duft aus der Kindheit, der mit den Tattoos, sage ich immer, den man sich so auf den Arm geklebt hat, wo das Tattoo um die Kaugummis gewickelt war. Richtig schön, mag ich. Ich stehe eh auf Bubblegum-Düfte. Das hier ist so eine schon fast ein Foodie-Duft, aber den irgendwie konnte ich mich noch nicht dazu aufraffen, den abzugeben, weil der gefällt mir. Black Raspberry Vanilla. Ja, der hat was Frittkaubonbon-mäßiges. Ja, deswegen darf er irgendwann auch mal brennen. Ich glaube, das ist mein einziger Cola-Duft von Jenny. Das ist der Classic Cola. Ja, und das ist tatsächlich so ein, ich sage jetzt einfach mal, Topstar-Cola-Duft.
Also das ist jetzt nicht Coca-Cola, aber so Aldi-Cola-mäßig. Finde ich aber gut. Dann haben wir Strawberry Kiwi. Den mag ich. Und ich finde die Palettchen hier. Ich mag ja große Paletten gerne. Ja, der ist richtig schön fruchtig, quietschig, fröhlich, kindlich. Als würdet ihr in einem Kiosk arbeiten. Dragonfruit Poptail. Das ist auch so ein quietschesüßer Duft. Total süß, fruchtig, mag ich. Ach, da haben wir ihn nochmal, nur in einer anderen Farbe. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Jenny hat ja jetzt kein Konzept, welche, wie nennt man das? Dass sie halt ihrer Farbe treu bleibt oder sowas. Nur sie gießt nach Lust und Laune. Dann haben wir Sun-Drenched Vineyard. Den mag ich. Das ist jetzt nicht dieses typische Tuscan Vineyard von Yankee Candle. Geht aber in die Richtung. Aber noch so ein bisschen Kaubonbon dazu. Also die tue ich jetzt schon mal in die Schublade rein. Und zwar haben wir einmal die Christmas Tree Farm. Das ist ein richtig schöner, ätherischer Tannenbaumduft. Den hätte ich echt damals, ich hatte mir, glaube ich, Walk in the Wood hatte ich mir mischen lassen, irgendeine Tafel. Oder nee, Alpin. Hatte ich dann auch irgendwas mit Alpin. Weiß ich nicht mehr. Aber ganz am Anfang, der erste Waldduft war Walk in the Wood, der war relativ schwach auf der Brust. Und dann habe ich mir halt, ja, sowas hier hätte ich mir tatsächlich da gewünscht. Weil der ist richtig schön tannig, nadelig. Mag ich. Das war halt, glaube ich, im Adventskalender. Ja, hier kommt hin, 15.11. So, dann haben wir hier Lavender Marshmallow. Ja, das ist eine schönere Variante von Lavender Vanilla, finde ich. Parfümig, schön einhüllend, mag ich auch. Eggnog, das ist Eierlikör. Und ich mag den Duft. Der hat irgendwas. Also, riecht jetzt hier. Oh, am ersten Moment habe ich jetzt gerade an Schweißfüße denken müssen. Also das ist definitiv kein Gedanke, woran ich jetzt sage, der riecht gut, aber ich hatte den schon mal warm an und der roch echt gut. Aber der hat jetzt gerade einen Schweißfußgeruch. Boah, Jenny, stell diesen Schweißfußgeruch aus. Du darfst da jetzt nicht dran denken. Boah. Ich behalte ihn mal. Irgendwann benutze ich ihn mal. Und dann habe ich hier so, ich nenne sie jetzt mal Mystic Melt Cups hier, weil die hat Jenny mir damals mal geschickt, weil das sind so Töpfchen, die passen nicht zusammen, die Düfte, hat sie damals gesagt. Das sind halt einfach nur, wenn sie halt noch Reste im Topf hat und die hat sie dann halt einfach in so Meltbecherchen gesteckt. Und ja, und dann hat sie mich damals gefragt, ob ich sie haben möchte. Ich habe auch viele dann in Tauschpäckchen reingetan. Ich hoffe, dass die okay für euch waren, wenn ihr mit mir dann in der Zeit getauscht habt. Und hier rieche ich ganz klar unten sowas wie Stress Relief, würde ich sagen. Also sowas mag ich. Der riecht irgendwie gut. Weiß zwar nicht, was das ist. Der hier sieht schön aus, ne? Oben riecht es nach auch wieder frische Luft. Und unten, was haben wir denn unten? Keine Ahnung. Aber ich werde die definitiv irgendwann mal ausprobieren. Ich glaube, die könnte ich mir eigentlich in meine Wühlkiste reinschmeißen, weil die habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, weil da steht nämlich nichts drauf. Genau, so mache ich das. Und dann haben wir hier noch eins mit zwei und ich mal gucken, wonach das riecht. Oben rieche ich nicht viel. Unten ist irgendwas Strawberry. Das, ja, so, dann tun wir den auch mal da rein. So, die nächsten. Da haben wir einmal Baby Powder, Snowflakes und Kaschmir. Auch eine sehr schöne Mischung, wie ich finde. Ja, mag ich. Sehr schön kuschelig, ne? Dann Solo Snowflakes und Kaschmir. Da habe ich sogar zwei Stück von. Welcher ist denn eher gegossen worden? Also tun wir den nach oben. Ja, das ist halt ein ganz kuscheliger, parfümiger Duft. Ich glaube, das ist ein Bath & Body Works Dupe, ne? Also Teil. Mag ich auch. Soft Blue Baby Powder und Magic in the Air. Ist auch ein schöner Duft.
So, dann haben wir hier Bedtime Bars. Der geht ja bekanntlich immer von jeder Display. Hier rieche ich gerade nicht viel. Hm, wo bist du? Das ist noch so. Von wann ist der? 15.11. Okay. Der riecht nicht mehr stark. Aber vielleicht liegt es gerade auch an meiner Nase. Vanilla Birch. Ein unglaublich toller, ich sag jetzt einfach mal, maskuliner Vanilleluft. Oh, der ist so schön. Ja, doch, der ist schön. Doch, der gefällt mir auch. Und davon habe ich mir sogar einen Cookie gießen lassen. Das ist Blue Agave und Cocoa. Das ist auch so ein Kuschelduft, aber mit einer leicht fruchtigen Note. Nehme ich mir die zwei hier, die passen dann nämlich auch noch da drauf. Und zwar haben wir hier Heels and Home. Das ist, denke ich mal, so ein Testmädchen gewesen. Mhm. Ist so ein, geh raus. Ja, das ist ein Wölkchenduft. So stelle ich mir die Wölkchen vor. Und Santa Baby. Santa Baby. Ja, das ist ein Grapefruit-Duft. Ja, sowas um den Dreh. Die tue ich jetzt auch wieder rein. Da passen noch zwei drauf. Komm, dann nehmen wir. So, dann nehmen wir die nächste und mal die drei Steine schon mal rüber. So. Und zwar haben wir hier zweimal Comfort Zone. Ein ganz toller Duft, wie ich finde. Welcher ist denn? Ach, die sind gleich alt. Okay. Ja, das ist ein sehr moschusartiger Kuschelweichduft. Dann haben wir zweimal, auch beide gleich alt, Soft Blue. Das ist ein Nivea Soft Duft. Wer auf Nivea Düfte steht, wird den auch mögen. Dann haben wir NAC Jumper. Das ist auch so ein kuscheliger Puderduft. Mhm. Mit einer Lavendelnote, glaube ich. Dann haben wir hier zweimal, welcher ist älter? Okay, dann tun wir den mal weg. Also zweimal Twilight, die sind auch verschiedene Blautöne. Aber ich finde so Twilight passt Blau immer ganz schön. Und das ist auch, also Twilight ist für mich so ein jungen Babypowderduft. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Ich muss mal ganz kurz daran riechen, ob der auch so eine Wachsnote hat. Ja, hat er. Also ich glaube, das ist dann einfach so das Duftöl. Weil manchmal kommt so drauf an, hat dann nämlich Bedtime Bars und manch andere haben tatsächlich so eine kleine Wachsnote für mich. Aber das haben viele Duftgießerinnen bei mir. So, Citron Cedarwood. Auch ein schöner Duft. Ja, sehr, sehr zitrig, holzig. Dann haben wir hier Catch a Wave. Zweimal. Welcher ist denn älter? Der ist älter. Catch a Wave mag ich auch. Ja, das ist auch ein Sommerduft für mich, so ein Runterkühlduft. Mhm, finde ich auch schön. Gain, einer meiner Lieblinge, was frische Wäschedüfte angeht. Dann habe ich noch, was ich auch mag, ist Snuggles. Aber Snuggles gibt es bei Jenny nicht. Und bei Jenny gibt es auch noch Leonora. Das sind so drei Wäschedüfte, die immer gehen. Ja, Gain ist einfach toll. Dann haben wir hier zweimal Fresh April Fresh, so. Warum habe ich den älteren nicht erst genommen? Naja, aber ich habe hier einen so mit so ein halbes Mild. Und der ist auch schön. Das ist jetzt zum Beispiel, ich hatte letztens April Fresh von der Wachsmacherei drin und der war sehr apfellastig für mich. Und das war so eine krasse Duftbombe. Den musste ich ausmachen. Weil der Apfelanteil war mir dann doch zu stark. Aber hier ist das eine schöne, ausgewogenere Mischung, finde ich. Dann haben wir Cottage Breeze. Und der ist schon sehr aquatisch. Das ist auch ein guter Luft, also Runterkühlduft. So, dann haben wir hier zweimal Sour Patch Kids. Das ist so ein spritzliger Duft. Welcher ist denn älter? Der hier. Das ist so ein spritziger, kindlicher Duft. Sehr quietschesüß, wie saure Drops. Ah, da haben wir nochmal Santa Baby. Naja. Honeysuckle Jasmin, den mochte ich, glaube ich, auch, soweit ich mich erinnern kann. Mhm, das ist nämlich auch so ein pudriger Duft. Pudrig-blumig.
Wie gesagt, Santa Baby habe ich hier nochmal. Und zweimal Frosty. Hatten wir den nicht eben auch schon? War das nicht der Spearmint-Duft? Ja, das war der Double-Mint-Duft. Ja, den hatte ich doch eben schon mal. Und dann, oh, nochmal. Den hatte ich gerade eben auch schon, ne? Woodland Citrus. War doch der, ne? Nee, ich hatte Citron Sandalwood. Okay, ist ein anderer. Wollte gerade sagen, weil der riecht nämlich auch grüner. Ja. Das sind schon mal meine großen gewesen. Die tue ich jetzt auch wieder weg. So, und jetzt kommen, das hier sind nämlich noch meine kleinen. Ich hatte eben nämlich Mission Duftwachs gemacht und da habe ich gedacht, ich hätte noch 22, weil ich eigentlich 30 drin stehen habe, aber ich habe halt schon viel weggestrichen und das sind 15. Es sind 23, okay. Habe ich ja fast, lag ich richtig. Hole ich mir die 23 mal rüber. Und ich denke mal, da sind auch viele bei, die ihr bei den Großen schon gesehen habt. Aber manchmal hatte Jenny ja auch Testöle, die die dann halt mit kleinen gemacht hat, wie zum Beispiel Sassy. Ich glaube, den gab es nämlich nicht in groß, soweit ich mich erinnern kann. Aber Sassy ist ein schöner Wäscheduft. Da hätte ich auch nichts gegen gehabt, wenn der in groß dabei gewesen wäre. Dann Litchi Top Poptail. Weiß ich nicht, ob es den in groß gab. Weil Jenny macht eh jetzt nur noch, ich glaube, Resteölverwertung, sag ich mal. Ja, und der ist sehr fruchtig. Ja, sehr süß, fruchtig. Mhm. Ich mache mir die Schrift so nach vorne, dass ich das lesen kann. Dann Pink Sangria. Ich glaube, den habe ich schon mal aufgebraucht, soweit ich weiß. Auch ein sehr, sehr fruchtiger Duft. Und das sind so Früchte, die ich aber mag. Weil ich habe ja das Problem, dass Frucht oft bei mir in eine gerorene Richtung geht. Strawberry Kiwi hatten wir eben, ne? Das ist dieser schöne Süßigkeiten-Ladenduft. Dann Volcano. Das ist so ein spritzliger, kindlicher, fröhlicher Duft, wie saure Drops wieder, finde ich, ich mag solche Düfte. Dann Wild Cherry, so langsam gehen die, die Schrift auch ab. Ja, den muss ich auch probieren, ob die Marzipan-Note stört. Ist schon eine sehr saure Kirsche, was ich cool finde. Aber ich glaube, da war gerade so ein leichtes Aroma von Dings bei, Amaretto, Mandel. Frosty habe ich hier wieder. Ne? Der Double Mint Duft. Dann Dragon's Blood. Ziemlich zarter Duft. Aber sehr grün. Nut Chomper. Das ist dieser lavendeliger Kuschelduft. Dann Sultana. Ich meine, das ist ein Orangenduft, wenn ich mich nicht irre. Weil ich glaube, Sultana-Frucht ist doch aus irgendeinem Land so eine Orange. Glaube ich. Oh. Der riecht aber komisch. Der riecht nach Farbe und Knetgummi. Was ist damit passiert? Oder ist der so? Nee, mach ich aber nicht. Den sortiere ich aus. Sexbomb. Auch sehr zart. Aber ist ein parfümiger Duft. I Smell Christmas. Ich weiß jetzt nicht, ob der gut war. Warum habe ich den hier drin? Weil der ist sehr zimtig. Ich glaube, den muss ich auch raustun. Okay, jetzt habe ich nur noch 21 Düfte. Christmas Blizzard. Ja, es ist ein sehr schöner, ganz frischer Tannenbaumduft. Den mag ich wieder. Fresh Cut Roses geht immer, ne? Da ist mittlerweile meine Tafel, die hat ein bisschen verloren hier, der auch. Also ich meine, das war mal eine richtige Duftbombe am Anfang. Der ist jetzt von März 2019. Aber ist es noch okay. Aber hier dran riecht er tatsächlich intensiver. Komisch. Dann Lemon Eukalyptus. Ja, der riecht. Der riecht so, wie der Name sagt. Nichts wird dazu gemischt. Easter Flower, ich glaube, den mochte ich auch. Mhm. Der ist schon sehr schön. Der riecht schon fast wie so Tulpen-Rosen-mäßig. Den mag ich auch. Das ist ein richtig schöner Frühlingsduft. Haben wir den nochmal? Nee, ich glaube nicht. Christmas Magic, das ist halt die, davon hat man ja auch, gibt es auch die Yankee Candle. Ah, so ein schöner Weihnachtsduft. Einer meiner liebsten Weihnachtsdüfte. Richtig schön. Von allem, was zu Weihnachten dazu gehört, gibt es da drin. Hatten wir nicht
Ja, Nackschampa haben wir nochmal. Den tue ich jetzt hier hin. Den wir dann übereinander. Dann Oak Moss. Den habe ich jetzt gestern, vorgestern erst bekommen. Im Tauschpaket. Mag ich auch. Schön moosig, grasig. Dann Fresh Squeezed Orange. Ja, ist ein Orangenduft, ne? Ja, mag ich auch. Dann Heavenly. Zart und luftig. Und dann hier noch zweimal Coral Reef. Und den mag ich auch. Das ist ein aquatischer Duft. Leicht süßlich dabei. Ja, den finde ich auch gut. Ja, dann haben wir uns jetzt wieder von zwei Stück getrennt. Ist in Ordnung. Dafür ist so ein Video ja auch mal ganz praktisch, um einfach mal durchzuschnuppern. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao!